Hey Leute und willkommen bei mir, Nix Gaming. Heute zeige ich euch, wie ihr unendlich seltene Schätze in The Legend of Zelda Skyward Sword HD erhalten könnt. Ich würde mal sagen, legen wir gleich los. Die seltensten Schätze oder Herstellungsmaterialien in Skyward Sword sind Schattenkristalle, Monsterhörner, blaue Vogelfedern, goldene Schmuckschädel und das seltenste, ein Geschenk der Göttin. Um schnell und einfach unendlich dieser seltenen Materialien zu erhalten, fliegt mit eurem Wolkenvogel zur Bambusinsel. Die Bambusinsel liegt nordöstlich vom Wolkenhort. Soweit ich weiß, müsstet ihr da schon vor dem ersten Dungeon hinkommen, ansonsten glaube ich aber nach dem ersten Dungeon müsste es auf jeden Fall möglich sein. Dort angekommen gibt es ein Minispiel, das jetzt mit der neuen Controller-Steuerung sehr einfach zu schaffen ist. Ihr startet also das Minispiel für 10 Rubine. Nun müsst ihr schnell das Bambus in so viele kleine Stücke schneiden wie möglich. Für mich hat es am besten funktioniert, wenn man einfach das Schwert horizontal schwingt. Also von links nach rechts und von rechts nach links. Ich konnte sogar bereits mit dem kürzesten Schwert 42 Stücke Bambus zerschneiden. Mit einem längeren Schwert wird es euch später im Spiel deutlich einfacher gemacht, viele Bambusstücke zu durchschneiden. Um Schattenkristalle oder Monsterhörner als Belohnung zu erhalten, müsst ihr zwischen 20 bis 27 Mal das Bambus zerschneiden. Die seltensten Materialien, also blaue Vogelfedern, goldene Schmuckschädel oder das Geschenk der Göttin, erhaltet ihr, wenn ihr über 28 Mal das Bambus zerschneidet. Mit etwas Übung ist das kein Problem und so könnt ihr entweder zwischen 20 und 27 aufhören, wenn ihr Schattenkristalle oder Monsterhörner haben wollt, oder weitermachen, bis ihr über 28 erreicht habt, um eines der seltensten Schätze zu erhalten. Leider bekommt ihr nur zufällig eines der genannten Schätze. Ihr könnt es leider nicht entscheiden, aber auch ich habe nach ca. 30 Minuten bereits 10 Geschenke der Göttin erhalten. Mit den Schätzen könnt ihr dann eure Items im Bazaar upgraden. Oder aber im Wolkenhort beim Händler in der Nacht in seinem Haus 4 zufällige Items für ordentlich Rubine verkaufen. Falls nichts dabei ist, was ihr verkaufen wollt, müsst ihr nur ein Item verkaufen und wieder bis zur nächsten Nacht schlafen. Dann möchte er 4 neue zufällige Schätze von euch kaufen. Im Grunde könnt ihr euch so auch unendlich Rubine holen. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, lasst einen Like da, werdet Mitglied, abonniert den Kanal und vergesst die Glocke nicht. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!